dann müssen wir absolut auf die Glaswüste vertrauen. Wir, dann machen wir aber gleich noch was. Es ist zwar, ja, egal. Dafür, dass jetzt nicht mehr jeden Tag eine Folge kommt, weil ich halt völlig überlastet bin. Dafür müssen wir es halt länger machen. So, davon habe ich schon 2 oder 3, deswegen, die will ich gar nicht mehr haben. Also ich will nicht hier andauernd nur dieselben haben, ich will schon unterschiedliche. So, hier sind wir jetzt auch auf dem Stande, endlich auf dem Stande, dass überall 100 drin sind und die Drohne nicht mehr hinterherkommt. Das ist gut. Ist doch so, oder? Nee. Ach so, dann ist das Wasser wahrscheinlich leer. Dann ist das Wasser leer. Und dann, wenn wir jetzt in die Glaswüste gehen, dann müssen wir Dinge erledigen. Wie viel habt ihr? Oh, voll, oh, kein Problem. Ich dachte eigentlich, die hatten immer so viele, ey. Da bin ich eigentlich gar nicht hinterhergekommen. Deswegen wundert mich das jetzt gerade ein bisschen. So. So. Ja. Okay. Okay. Nee, das ist egal. Das ist egal. Ihr, naja, das mache ich dann schon wieder. Scheiße. Irgendwie ist das voll am Haken. Geht's nicht mehr nur auf der Insel, jetzt hakt's auch irgendwie hier. So, hier. Ich weiß mittlerweile natürlich, ich habe geguckt, wie ich es angekündigt habe vor 3 Folgen oder so, wo in der Glaswüste der letzte Rang, die letzte Rangstatue ist. Die habe ich jetzt gefunden. Das heißt, die schmeißen wir auch noch an. Und wenn wir da sowieso schon sind, dann opfern wir natürlich noch den Derwisch-Schleim, um an den nächsten Schlüssel direkt ranzukommen. Irgendwas übergöttlich? Miets ist gut. Rank ist in Ordnung. Ach so, oh, Rank verkaufen wir jetzt ja sogar. Das ist aber schön. Nicht doppelt drücken. Ja. Okay, dann haben wir das. Was habe ich gesagt? Genau, wir wollen auf eine Hexerwabe vertrauen. Das ist der falsche Teleporter. Den hier brauchen wir. Das ist gar kein Teleporter, ja. Wir kommen wieder zum richtigen Zeitpunkt, das ist gut. Tja. Das war leider... Tritt in den Ortschaften kein Feuer auf? Kann das sein? Das war leider Gottes... Ich könnte ein Feuer... nee, ich will auch kein Feuer ersetzen. Alter, geil! Ich habe ihm bei der Glasscherbe gedacht, das ist ein seltsamer Diamant. Und dann habe ich gedacht, oh nee, scheiße, ist gar keiner. Da ist doch einer dabei, wie geil ist denn das? Das heißt, wir können im Prinzip den nächsten Teleporter bauen. Das wird dann nicht der pinke. Das wird dann der blaue. Das wird dann der blaue. Weil zum pinken, da kommen wir schnell hin. Der blaue ist halt noch ein bisschen schwieriger. Das dauert noch ungefähr 5 Sekunden länger, dahin zu kommen, als zum pinken Resort. So, Uröl. Ja. Oh mein Gott. Tschakka. Danke. Ja. Kannst auch gerne alle reinschießen. So. Dann wäre das.
Dann Rangcode Pieksberne. Und dann haben wir es geschafft. Dann ist die Folge, ist nicht die längste Folge wahrscheinlich, die wir jemals gemacht haben, aber ist schon lang. Ist auf jeden Fall schon lang geworden wieder. Ach, jetzt haben wir, ja, toll, dann haben wir das Bienenwachs, die Wabe aber nicht bekommen. Das ist ein bisschen sacklich. Das ist ein bisschen sacklich. Hallo? Freunde? Freunde, wo seid ihr? Mr. Derwisch. Flieg und Sieg. Und hier ist der kleine Verbrecher. Wir sind das... Alter, als wir hier lang gegangen sind, ich bin ungefähr so gegangen, dann so und hinter den Steiner. Aus dem Winkel, wie ich da lang gegangen bin, hat man den auch nicht gesehen. Jetzt... Ach, das war da oben drauf. Das war da oben drauf. Kann ich damit hochfliegen? Nee. Ich komme damit nicht hoch. Oh. Ja. Juck. Juck mich. Ich habe mittlerweile auch bessere Wege gefunden, da hochzukommen. Nicht so kompliziert wie beim letzten Mal. Aber wir müssen noch einen höher. Das ist das Problem. Naja, oder das Asche. Wir müssen noch... Oh. Oh. Alles gut. Alles gut. Machen wir zuerst den Derwisch. Jetzt, wo wir hier oben sind, kommen wir da ja eigentlich. Kommen wir von. Ah, von. Ah, ah. Wir machen jetzt, wo wir hier sind, machen wir erstmal das. Drei. Sind es drei. Ich weiß es nicht. Scheiße. Scheiße, ich habe keine Ahnung, ey. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie viele das sind. Auf jeden Fall der hier. Dann müsste hier, glaube ich, ein genau. Ah! So, und dann war, glaube ich, noch im Gang einer. Oh, scheiße. 7. Oh, lol. Wir haben nicht unten hier ausgemacht. Irgendwo hier war noch einer. Fuck. Fuck, Mann. Aber hier war irgendwo noch einer. Was? Also, das... Ah, Mann! Okay. Okay, den holen wir uns jetzt logischerweise auch noch. Mist, verdammter Axt. Scheiße. Scheiße, Mann. Jetzt müssen wir da nochmal hoch. Wartet, gibt's hier überhaupt Kap... Kapseln. Ich überlege gerade, ob wir hier überhaupt schon eine einzige gesehen haben. Nicht mal das, da könnte ich mich jetzt dran erinnern. Haben wir hier schon mal eine Kapsel gesehen? In der Glaswüste? Ich habe keine Ahnung, ey. Ich habe echt keine Ahnung. Ups. Oh, oh, oh. Oh! Okay, damit hätten wir schon mal dieses Problem beseitigt. Jetzt haben wir hier auch eine kleine Oase. Sehen wir jetzt auf die Schnelle noch mehr? Na gut, nee, da sind ja schon die 9. Ach, von hier kommen wir dann auch... Perfekt. Von hier kommen wir dann auch zu dem. Das heißt, ich muss gleich nicht nochmal den Weg extra gehen. Vielleicht kann hier ja auch eine Hexerwabe drin sein. Vielleicht hat man hier ja auch Glück. Eingetopfter Taktus. Ein Kaktus, den man in der Glaswüste findet, an dem Slimes und andere Objekte für kurze Zeit kleben können. Naja, gut. Naja, na gut, all right already. Hier bin ich, Freund. Ich bin hier, dich zu füttern.
ein weiterer Gordo besiegt. Und ein weiterer Schlüssel. So, jetzt geht mir bitte nicht auf den Sack. Alter! Wie geil ist denn das? Wie geil ist denn das? Hauptsache, wir kriegen in der Scheißkiste Materialien, wie, Alter. Und es war Hauptsache, es war die... Silber, nee, das war... Alter, Hauptsache, es war die Hexerwabe drin. Was ist denn das für ein Scheißzufall jetzt gewesen? Wie mega. Alter. Jetzt bin ich schon wieder so geil. Haben wir hier... Jetzt, oh Mann, jetzt will ich eigentlich gleich noch, das war ja nicht in der Kapsel, aber jetzt will ich trotzdem eigentlich noch eine Kapsel, damit wir quasi noch mehr haben. Weil gerade wenn man keine hat, müsste es ja an sich einfach sein, welche zu finden. Derwischcode, Uröl, Summwachs, Hexerwabe, unsere dritte und genau die, die wir brauchen. Zack, Rede aufheben, mach's gut, Baby. So, hier, lasst uns noch eine Kapsel finden, um zufrieden zu sein. War easy. War wirklich easy. Zerstörte Wüstensäule, eintragender Pfeiler eines lange vergangenen Tempels, vielleicht noch von bevor die Wüste existiert hat. Ja, leck mich doch. Leck mich doch. Ich will noch eine Kapsel. Es ist einfach die Gier in mir. Sie weckt das Tier. Es ist das Tier in mir. Es weckt die Gier nach dir. Hallo, Freunde. Los, eine. Oh, wir könnten mit dem Schlüssel jetzt auch hier das Tor aufmachen. Dann hätten wir alle Tore soweit, die ich kenne. Oder die ich jetzt in dem Spiel hier gesehen habe, hätten wir dann alle offen. Und wir kriegen hier aber noch einen Schlüssel. Und bei dem Knallgordo in einer antiken Ruinenstadt. Oh, Alter, wie sieht das? Mann, wie kacke ist das denn? In einer antiken Ruinenstadt, da kriegen wir auch noch einen Schlüssel. Das heißt, wir kriegen noch zwei Schlüssel. Und einen können wir uns dann irgendwann auch noch kaufen. Das heißt, wir kriegen noch drei Schlüssel. Aber wo sollen die drei Tore bitte noch sein? Maria Magda Jesus. Mann, das geht mir schon wieder. Wieso bist du denn nicht geflogen? Mann, guck mal auf die Folgenlänge. Das ist viel zu lang. Wir machen das. Nein. Wir machen das nicht auf. Wir machen das jetzt auf. Scheiß drauf. Wir wollen eigentlich nur zum Ende kommen. Und wir machen hier Dinge, die ich nicht nachvollziehen kann. Ah doch, dann können wir uns angucken, was wir hier für Köls brauchen. Hier ist ein Ding, also ist hier irgendwo auch wieder Steinköpfe. Okay, da muss man dann anscheinend ein bisschen hinlaufen zu dem. Was für Köpfe brauchen wir? Hier ist gefährliches Gebiet. Also, oh. Nee. Das ist ein normaler Statuending. Alter. Hier haben wir Feuerschleims, obwohl gar kein Sturm ist. Okay, Feuerschleims kann man also auch so einsammeln. Man braucht gar keinen Feuersturm dafür. Aber die Frage ist, was für Statuen brauche ich hier? Was für Statuen brauche ich hier? Warum? Warum? Komm schon, enttäusch mich nicht hier. Oder muss ich... Ah, ach nee, zu dem kommen wir von dem anderen, den wir angemacht haben, aus hin. Da gibt es gar keinen neuen für. Das ist der alte Weg noch, okay. Okay. Also, das ist... Ich glaube, das ist der Ausgang.
Okay, hier gab es irgendwie jetzt keine Kapsel. Finde ich ein bisschen merkwürdig. Aber ist okay. Wieso mache ich die verdammte Folge so lang? Ich verstehe das nicht. Okay, also ich weiß, dass wir hier noch drei Derwischköterlis gebraucht haben. Das habe ich nicht vergessen. Und ich glaube, eine Kapsel finden wir jetzt gerade nicht mehr. Weil wir müssen jetzt echt fertig machen. Wir müssen jetzt wirklich fertig machen. Auch ohne noch eine weitere Kapsel gefunden zu haben. Alter, komm, hier drin in der Höhle, da war doch bestimmt noch was. Wir gucken mal, ob da, wo wir den goldenen Ingwer her haben, ein neuer goldener Ingwer ist. Ich glaube, nee. Das war aber hier. Das heißt, das ist der eine Punkt, den ich jetzt kenne. Das heißt, den gucken wir uns immer an, wo unser Teleporter ist ja auch nicht allzu weit weg von hier zum Glück. Ach so, voll oft wäre jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich werde regelmäßig gefragt, ob ich nicht mal streame. Und da sage ich eigentlich immer, nee. Ich würde es irgendwann bestimmt gerne mal machen. Was heißt gerne mal machen? Weiß ich, irgendwann mal das austesten, wahrscheinlich schon. Aber ich habe jetzt so nicht das Bedürfnis danach. Ich müsste mir erstmal, was weiß ich, Guides angucken, wie das überhaupt funktioniert, wie ich das im Laufen kriege. Dann müsste ich da Vorbereitungen treffen. Ich müsste ja das alles voll durchplanen. Nicht, dass während der Aufnahme irgendwas passiert. Irgendwas, was keiner irgendwie mitkriegen soll. Ja, ich kann ja dann quasi da nichts mehr rausschneiden. Deswegen ist das natürlich an sich Stream auch schon eine heikle Situation sowieso. Und es würde mir auch einfach schwer fallen, die Zeit dafür überhaupt zu finden. Deswegen, es wird bestimmt irgendwann mal dazu kommen. Ich werde das mit Sicherheit irgendwann mal testen, aber das liegt noch. Das war eine Lilane. Das liegt mit Sicherheit noch in einer bestimmten Ferne, bis es irgendwann mal soweit ist. Und jetzt haben wir es hier geschafft. Wir bauen uns jetzt noch, damit ich euch das erkläre und damit ich euch das einmal zeigen kann, wenn es aufhört zu lecken. Zu lecken, Alter, 50 Minuten. Es ist wahrscheinlich doch die längste Folge, die es hier jemals gab zu. Wir bauen uns jetzt. Ich hoffe, wir haben auch von den anderen Sachen genug. Eine Marktverbindung. Ja. Und, oh, Alter. Scheiß auf den seltsamen Diamanten. Die Hexerwabe ist das Schlimmste. Ich muss mehr von den Extraktoren bauen. Da braucht man aber immer 20 Pinkköte. Und ich habe da nur 49. Okay, also Hauptaufgabe für mich zwischen den Folgen ist, den Pinkköte zu farmen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was ich jetzt irgendwie zu tun habe. Das absolut Wichtigste. Dann schlafen wir mal, kaufen uns nochmal neues Klarapperbam. Dann beenden wir sofort die Folge. Keine Panik, es wird keine Stunde, das versichere ich euch. Das ist klar. So, hier. Bis morning. Seven Z. Avantgarde und Weiden. Schleimtrophäe 1. Ja. Avantgarde und Weide. Ach, Leute. So. Avantgarde. Weide. Oh, ich kann jetzt schon wieder sagen, dass Weide wieder mega gut für die Silos passt, ja? Avantgarde. Mann, ey, gibt's hier nicht einfach die vernünftigen Farmen, die jeder will?
gelb-schwarz oder gold-orange-schwarz oder rot-schwarz oder irgendwas mit weiß, rot, schwarz, weiß, halt die normale Kacke, die jeder haben. Oh, Mann! Sapphire. Sapphire Weide. Das sieht da logischerweise wieder voll. Na, das sieht tatsächlich ausnahmsweise bei den Silos auch kacke aus. So, also Saphir. Aber haben wir vielleicht was für die Kanone? Vier Beine. So, darf ich euch dann jetzt vielleicht zum Abschluss wirklich noch einmal zeigen, warum wir eine Marktverbindung und eine Raffinerieverbindung haben und warum wir noch viel mehr davon brauchen, weil es geht darum, es einfacher und einfacher zu machen, ja? Und das immer aufbauen und abbauen, das ist natürlich dann auch etwas, was man möglichst noch verkürzen wollen würde. Das heißt beispielsweise dann, das müsste näher hier dran sein, das würde dann wahrscheinlich hier und... Oh, das ist ja mega. Das würde dann wahrscheinlich hier und da, ja, würde jetzt die Raffinerieverbindung und die Marktverbindung hinkommen. Ups. Die würden dann quasi auch hier feststehen, ja. Wenn wir mehrere haben, dann bauen wir die hier hin und dann geht's halt immer los. Dann... Hä? Saugst du nicht mehr oder was? Hä? Das finde ich jetzt ein bisschen... Und dann sammle ich das hier alles ein, ja? Dann sammle ich das hier alles ein. Mal besser, mal schlechter. So soll es sein. Bei euch bin ich jetzt gerade verwirrt, warum hier nur so wenig. 1, 2, 3, 4. Es sind noch alle 6 am Leben. Ihr habt Futter hier drin. Ihr habt da. Wieso? War das verstopft oder was? Also, die fressen nicht viel. Die scheißen nicht. Naja. Und dann kann ich auf jeden Fall hier. Man sieht hier die Preise nicht. Aber ich meine, ab einer bestimmten Wrench-Größe sind dann die Preise eigentlich auch völlig Latte. Dann schießt man hier halt mal ein bisschen davon rein, zack. Dann schießt man hier noch ein bisschen Honigkot rein und dann zack, Kohle. Und den Rest, den entscheidet man, den schießen wir da rein. Boah. Ja, geil. Zack, bumm. Hier ein bisschen da noch mit rein. Und dann kann man halt die Dinger leer machen und macht das überall. Weil ich müsste normalerweise jetzt zwischen den Folgen 50-50, 50-50, müsste dann wegrennen zum Marktding oder halt in eine Raffinerie, müsste da reinschießen, müsste wieder herkommen, wieder einsammeln. Das ist natürlich so, das hier ist somit so ziemlich das Wichtigste, was es überhaupt hier dann so geben kann. Und das wollte ich euch halt nur nochmal gezeigt haben, warum wir diese Geräte so dringend brauchen und auch mehrere, damit wir in jede Wrench-Erweiterung quasi das Zeug reinbauen können. Jetzt habe ich hier den Pfützencode ganz vergessen, aber ist jetzt auch egal. Wir sind jetzt fertig. Zum nächsten Mal kann ich richtig gut farmen. Ich werde uns Hexer warben und ich werde uns halt Ressourcen farmen, wie blöde. Kohle werde ich uns anhäufen und dann, keine Ahnung. Dann können wir langsam mit Deko anfangen. Ich werde Baupläne kaufen. Wir werden beim nächsten Mal Baupläne kaufen, dann fangen wir vielleicht schon mal an, ein bisschen zu dekorieren, wobei das ist doof, das ist eigentlich besser, wenn wir alles erstmal haben. Wir können auf jeden Fall noch, wenn ich genug gefarmt habe, die zwei nächsten Teleporter aufbauen, den pinken Teleporter und den blauen Teleporter. Eigentlich in den antiken Ruinen will ich auch noch einen haben, das sehen wir dann. Ein paar Kapseln öffnen, den Knallschleim vielleicht killen und dann hoffen, dass irgendwann mal, dass irgendwas passiert, dass wir den Schatzknacker MK3 bekommen. Achso, und ich werde hier Mochi Miles und Ogden Ortiz ein bisschen abarbeiten, so dass wir beim nächsten Mal einfach da reinstratzen können und die nächsten zwei dicken Belohnungen freischalten. Aber jetzt, Alter, eine Stunde, ich könnte eigentlich zwei Folgen draus machen.
Ich könnte einfach in der Mitte schneiden und zwei Folgen draus machen. Leute, ich glaube, das tue ich wahrscheinlich. Wahrscheinlich habe ich mich in der letzten Folge nicht verabschiedet und in dieser Folge habe ich euch nicht willkommen geheißen, weil das hier zwei Folgen geworden sind. Aber in diesem Sinne, wie geil ist denn das? Ladies und Gentlemen, dann haben wir eigentlich noch eine Minute Zeit. Dann haben wir eigentlich noch eine Minute Zeit, wenn ich das so mache. Wie, oh Mann, ich bin so ein hinterhältiger Lux. Ich bin so hinterhältig. So, dann holen wir uns noch eine Kapsel. Von irgendwo dort, ich weiß es nicht ganz genau. Ich hoffe, das ist, ja, eine blaue. Leder. Violetter Teleport. Ein Set von zwei Teleporter. Oh, okay. Dann haben wir violetten Teleporter. Jetzt haben wir 10 von 4. Auf der Insel, wenn ich mich nicht ganz schwer täusche, war auf der Insel eine lila, eine grüne und eine blaue. Ich bin mir nicht hundertprozentig. Doch, ist doch. Hundertprozentig weiß ich es nicht. Dann haben wir die lila, ne? Und das wären ja dann 4. Ja, das müssten eigentlich die 4 sein. Eigentlich müssten wir im trockenen Riff müsste eigentlich alles an Kugeln, Kapseln soweit bekannt sein. Das müssten wir eigentlich komplett haben, sobald wir den Schatzknacker MK3 freigespielt haben. Das ist gut. Dann haben wir schon mal ein Gebiet quasi finito arigalalato chaka chakacho. Das ist mega. Das ist richtig mega quasi. Leute. Und wahrscheinlich müssen wir echt Baupläne kaufen, damit wir mal wieder Briefe und so weiter kriegen, damit es mal hier irgendwie weitergeht. Aber jetzt haben wir es geschafft. Ladies und Gentlemen, die Farm läuft. Wir können jetzt die Dinger aufbauen, immer schnell von Gehege zu Gehege, peng, 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 verkaufen, verkaufen, verkaufen. Raffinerie, Raffinerie, Raffinerie. Das machen wir. Dann erweitern wir unsere Ausgrabungsstätten von 3 auf 5. Von 3 auf 5, würde ich sagen. Und dann müssen wir sehen, wir haben noch den Knallgordo, dann haben wir noch ein Gordo in der Sandwüste, den wir aber noch nicht gefunden haben, aber wir waren ja auch noch nicht überall. Ja, und diverses anderes Zeug wahrscheinlich auch. Ladies and Gentlemen, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht es gut, haut euch wieder aufs Ohr und ciao, ciao.